Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind am Hals der Welt und hier soll ein komischer Typ rumlaufen. Ich weiß zwar nicht, wie der heißt, nochmal, aber wir werden ihn finden. Ganz egal, wie lang es noch dauert. Wow. Holy! Bram, your log. Seid gegrüßt, Wunduneg. Ich bin Paar Turnax. Wer seid ihr? Was bringt euch zu meinem Strunmach, meinem Berg? What? Da. Fuck, ich muss hier so meinen Controller so einfach nicht. Ich hab grad meinen Ersatzcontroller genommen, weil der andere leer war. Holy! Paar Turnax ist ein Drache. Ich hatte nicht erwartet, dass ihr ein Drache seid. Seid ihr der Meister der Krippenwärter? Ich denke, ihr wisst bereits, wer ich bin. Ich hatte nicht erwartet, dass ihr ein Drache seid. Ich bin, wie mein Vater Akatosh mich erschaffen hat. So wie auch ihr, Dovahkiin. Sagt mir, warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Ach, Meditation hast du gemacht. Okay. Ich muss den Drachenfallschrei lernen. Könnt ihr ihn mir beibringen? Drem, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen von zwei Doof. Gemäß langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Hört meinen Ton. Spürt ihn in euren Knochen. Tut es ihm gleich, wenn ihr Dovahkiin seid. Okay. Ich habe gesprochen. Das Rodmulag wartet. Ach da. Okay. Ja, noch Feueratem. Er gibt mir jetzt seine Seele oder was? Nun zeigt mir, was ihr könnt. Begrüßt mich nicht als. Ich soll ihn jetzt gegen ihn einsetzen. Okay. Feueratem. What the fuck? Ja, Sossedorf Los Mul, das Drachenblut ist stark in euch. Es ist lange her, seit ich das Vergnügen hatte, mit einem meiner eigenen Art zu sprechen. Es braucht lange zum Wiederaufladen. Ihr habt also zu mir gefunden. Kein leichtes Unterfangen für einen Jor. Sterblichen. Selbst für ein Dovahsos. Drachenblut. Was wollt ihr von mir wissen? Oh, Entschuldigung. Könnt ihr mir den Drachenfallschrei beibringen? Ah, ich habe euch erwartet, Bruder. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen. Nur für ein Tinwag mit einem alten Dovah. Nein, ihr sucht eine Waffe. Ja, natürlich suche ich eine Waffe gegen Alduin. Woher wusstet ihr, dass ich nach Drachenfall suchen würde? Ich glaube, ja, ihr wollten es gar nicht, dass ich hierher komme. Kennt ihr Drachenfall oder nicht? Woher wusstet ihr, dass ich nach Drachenfall suchen würde? So. Alduin, Komet, Tiet. Was sonst solltet ihr wollen? Alduin und Dovahkiin kehren zusammen zurück. Aber ich kenne den Tum, den ihr sucht, nicht. Krossis, ich kann ihn nicht kennen. Das hat eure Art, Jor, Sterblicher, als Waffe gegen die Dorf, die Drachen erschaffen. Ich verstehe absolut nicht, was er sagt. Er hat Wörter drauf, die ich nicht kenne. Hatrime, unser Verstand, kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen.
Ich schätze mal, doof ist eine Abkürzung für Dovahkiin. Wie kann ich ihn dann lernen? Drin. Alles zu seiner Zeit. Zunächst eine Frage an euch. Tuum. Warum wollt ihr diesen Tuum lernen? Das geht euch nichts an. Ich muss Alduin aufhalten. Mir gefällt diese Welt. Sie darf nicht untergehen. Ich muss Alduin aufhalten. Ja, Alduin. Sämach. Der ältere Bruder, talentiert, habgierig und schwierig, wie es bei Erstgeborenen so häufig der Fall ist. Aber warum? Warum müsst ihr Alduin aufhalten? Warum? Mir gefällt diese Welt, sie darf nicht untergehen. Die Prophezeiung besagt, dass allein das Drachenblut ihn aufhalten kann. Ja. Das ist wahr. Aber Kostit, die Prophezeiung zeigt, was sein kann, ist auch wieder nicht wahr, was sein sollte. Kostit Saloak, nur weil ihr etwas tun könnt, bedeutet das nicht wahre immer, Worte, dass wahre ihr es Worte auch tun solltet. Habt ihr keinen besseren Grund für euer Handeln als das Schicksal? Seid ihr nichts als ein Spielball des Däs, des Schicksals? Ich bin nicht hier, um mit euch über Philosophie zu diskutieren. Geht es einen besseren Grund zu handeln, als mein Schicksal zu erfüllen? Ich glaube nicht an Schicksal. Ich werde Alduin aufhalten. Ja. Und so wird euer Schicksal vielleicht erfüllt. Wer kann es sagen? Des Modmachus, selbst den Doof, die auf den Strömungen der Zeit dahingleiten, entzieht sich das Schicksal. Alduin glaubt, dass er sein Ziel erreichen wird. Mit gutem Grund. Grund. Rokmul. Und er ist nicht dumm. Nime, Renik Gudunol. Ganz im Gegenteil. Er war der weiseste und weitsichtigste von uns allen. Das glaube ich dir. Aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben. Krossis, jetzt werde ich eure Frage beantworten. Wisst ihr, warum ich hier lebe? Auf dem Gipfel des Monaveen, den ihr den Hals der Welt nennt? Nein. Nein, Drachen mögen doch die Berge, oder? Daran hatte ich nie gedacht. Ihr habt gesagt, ihr würdet meine Frage beantworten. Richtig. Erstes. Aber nur wenige erinnern sich daran, dass dies genau die Stelle war, an der Alduin von den alten Zungen besiegt wurde. Warucht Unslaat. Vielleicht kann nur noch ich mich daran erinnern, wie er besiegt wurde. Mit dem Drachenfallschrei, richtig? Ja und nein. Wie Gnus Nikron. Alduin wurde nicht wirklich besiegt. Denn sonst wäret ihr heute nicht hier, um zu versuchen, ihn zu besiegen. Die Nord jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten. Aber das war nicht genug. Orkmulag Unslad. Es war die Kell, die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Eine Schriftrolle der Alten, was ist das? Wollt ihr damit sagen, dass die Alten Nord Alduin in die Zukunft geschickt haben? Oh mein Gott, ja, zweites. Nicht absichtlich. Einige hatten gehofft, er wäre für immer verschwunden. Für immer verloren. Meje. Ich wusste es besser. Tid bo amativ. Die Zeit fließt ständig weiter. Eines Tages würde er auftauchen.
Darum habe ich hier gelebt. Ich warte schon seit tausenden eurer Jahre. Ich wusste, wo er erscheinen würde, aber nicht wann. Wie soll mir das weiterhelfen? Quent. Die Zeit wurde hier zertrümmert wegen dem, was die alten Nord-Alduin antaten. Wenn ihr diese Kell, diese Schriftrolle der Alten, hierher bringt, zur Tid Achran, der Zeitwunde. Mit der Schriftrolle der Alten, die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde, könnt ihr zurückgehen zum anderen Ende der Bruchstelle. Ihr könntet Drachensturz von denen lernen, die ihn geschaffen haben. Wirklich? Dein Ernst? Wisst ihr, wo ich die Schriftrolle der Alten finden kann? Ist, nein. Ich weiß wenig von dem, was sich in den langen Jahren ereignet hat, seit denen ich hier lebe. Ihr seid vermutlich besser informiert als ich. Nein. Der Wahrer des Wissens der Akademie von Winterfeste könnte es wissen. Vertraut euren Instinkten, Dovahkiin. Euer Blut wird euch den Weg weisen. Graeme Yolok, seid gegrüßt. Ich wollte nicht mit dir reden. Vielen Dank, Fatonax. Interessantes Gespräch. Interessantes Gespräch. Bitte erstreckt mich nie wieder so. Holy Macaroni. Okay. Okay. Ich würde ja gerne jetzt hier einen schnellen Weg runtergehen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich dabei draufgehe. Aber egal. Da unten sehe ich doch schon. Hoch Wodka. Es ist tief. Okay. Ey, das schaffe ich. Das schaffe ich ja locker. Holy shit. Bin ich halt kurz mal schnell eine Abkürzung gegangen. Geil. Göttlich. Holy shit. Wie gut. Wie gut. Ich würde da gern rein. Achso, hier. Okay. Geht's nach Himmelsrand? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich gehe da jetzt mal rein. Mal gucken, wo ich rauskomme. Aber dieses Gespräch mit Patronax, wenn er so heißt, das war interessant. Ach, hi. Ich muss mit dir reden, mein Freund. Ich habe mit Patronax gesprochen. Das Drachenblut brennt hell in euch. Hat er euch erzählt, was ihr wissen wolltet? Hat er euch den Drachenfallschrei beigebracht? Nein, aber er hat mir verraten, wie ich es herausfinde. Dann sei es so. Wenn er der Meinung ist, dass ihr das lernen müsst, dann beugen wir uns seiner Weisheit. Ich brauche die Schriftrolle der Alten. Wisst ihr, wo ich sie finden kann? Wir haben uns nie selbst mit den Schriftrollen beschäftigt. Die Götter selbst würden berechtigterweise davor zurückschrecken, sich an solchen Dingen zu schaffen zu machen. Wo ihr sie finden könnt? Solche Gotteslästerungen gehörten schon immer zum Tagesgeschäft der Magier von Winterfeste. Vielleicht können sie euch etwas über die Schriftrolle der Alten erzählen, die ihr sucht.
Ich bin doch eigentlich der Leiter der Winterfest. Warum weiß ich das denn nicht? Ach, cool. Ach, cool. Ach, göttlich. Eigentlich habe ich doch optional gemacht. Ja, ich würde sagen, wir machen diese Mission weiter, aber im nächsten Part. Dann gehen wir mal zu unserer Schule, also zu unserer Akademie. Und werden da mal nachfragen. Obwohl, eigentlich bin der Leiter, ich müsste das doch wissen, aber egal. Das Spiel rafft das ja nicht. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr gerne im nächsten Part wieder einschalten. Das würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin, tschüss.